Biene ist das drittwichtigste Nutztier auf dieser Erde. Nach Rind und Schwein kommt die Biene. Die Biene leistet hervorragende Arbeit bei der Bestäubung der Pflanzen. Und der kleine Detail ist eigentlich der Honig. Die Bienen sammeln im Frühjahr und im Sommer den Nektar, verarbeiten den zu Honig und fliegen ungefähr im Radius von 3 Kilometer, je nachdem wie das Angebot an Blüten ist. Aber 1 bis 3 Kilometer Radius ist durchaus der Kreis, in dem die rundum fliegen. Im Winter besteht ein Bienenvolk so ungefähr aus 10.000 Bienen. Und von 10.000 bis 40.000 wächst so ein Volk im Laufe des Frühjahrs bis zum Frühsommer an. Wenn dann am Ende des Sommers die ganzen Waben vollgefüllt sind mit Honig, werden diese Honigwaben rausgenommen aus dem Volk und werden sanft die Bienen entfernt. Und die Honigwaben ohne Bienen werden erst einmal in eine Kiste reingetan, dass keine Biene mehr rankommt. Der Rathaushonig hat einen hohen Lindenanteil. Lindenanteil hat das Ergebnis, dass der Honig relativ würzig ist, aber auch ein bisschen flüssiger. Die Waben, die haben ja jetzt immer noch den kleinen Wachsdeckel auf den Waben drauf. Dieser kleine Wachsdeckel muss erst runter. Da gibt es eine kleine Gabel und man nennt es Entdeckelungsgeschirr und damit werden die ganzen Zellen geöffnet, dass der Honig rausgeschleudert werden kann. Mit den Honigwaben geht es dann Richtung Honigschleuder. Diese offenen Honigwaben kommen in die Schleuder rein und werden geschleudert. Beim Schleudervorgang ist es so, dass der Honig, der ist ja flüssig, der wird dann rausgeschleudert und sammelt sich unten in der Schleuder und kann aus dem Ablaufhahn rauslaufen, erstmal in einem Sammeleimer. In diesem Eimer bleibt der Honig erstmal ein paar Wochen drinnen, weil nach dem Sieben immer noch ein paar kleine Wachsrestchen drinnen sind und in dieser Zeit können die Wachsrestchen in dem Honig oben aufschwimmen und man kann die dann relativ leicht entfernen, dann ist der Honig richtig schön sauber und rein und fertig zum Abfüllen. In der Regel wird dem Honig nichts mehr zugefügt, normalerweise auch nicht erhitzt. Der sollte so bleiben, wie er aus dem Bienenstock rauskommt, ganz natürlich, ohne Zusätze, ohne irgendwelche Behandlungen. Dann ist es ein wunderschöner, klarer, natürlicher Honig.